Hallo zusammen, hier ist wieder euer Tilla und ich bin für euch in Dragonflight unterwegs und so wollte ich euch heute wieder so ein kleines Opening-Video präsentieren. Heute wollen wir mal wieder ein paar Garnisonskisten öffnen und zwar 20 große Kisten mit Bergungsgut und da benötige ich mit Magier noch immer die Eremitensandalen und ich hoffe, dass die jetzt in den 20 Kisten drin sein werden. Ich würde sagen, wir legen einmal los mit HT sogar am Start, dann geht was und ja, würde ich mal sagen, schauen wir rein, was wir Schickes drin haben. Da können hauptsächlich Garnisonsressourcen rauskommen, beziehungsweise auch ein paar Upgrade-Items wie die hier und ganz selten tatsächlich auch die Gear-Items. Ich sehe jetzt gerade, ich bin hier im Cap, deswegen kriege ich die Garnisonsressourcen nicht raus. Kaufen wir irgendwas, was ein bisschen was wert ist. Komm, kaufen wir hier so ein paar. Kaufen wir 500 von den Teilen. Dann schenkt mir die Ressourcen quasi nicht her. So, also weiter im Text hier. Zweimal haben wir schon mal nichts drin gehabt. Nur Ressourcen und ein paar Blümchen. Das sieht jetzt aktuell nicht so gut aus. Oh, da haben wir schon mal ein Gear-Upgrade. Noch mehr Ressourcen. Oh Mann. Komm, gib mir ein Item. Ich brauche die Sandalen. Haben wir da ein Rüstungs-Upgrade-Teil? Das brauche ich auch nicht. Nochmal ein Rüstungs-Upgrade-Item. Einen Waffen-Upgrade. Jetzt haben wir noch 5 Stück. Also beim Magier habe ich echt kein Glück, kann das sein? Aber auch so wirklich gar nichts an Gear drin. Nochmal ein Waffen-Upgrade. So, jetzt haben wir noch eine Kiste. Drückt mir die Daumen. Ja, das war eine komplette Nullnummer. So, also ein paar Blümchen haben wir. Hauptsächlich Garnisonsressourcen, ich will immer Ordensressourcen sagen. Und ein paar von den Waffenteilen und Rüstungsteilen, ne? Aber das bringt mir jetzt nicht sonderlich viel. Naja, mal wieder eine Nullnummer. Ich werde demnächst wieder ein paar aufmachen. Wenn ihr dabei sein wollt, schaut da gerne wieder rein. Ich hoffe, da werde ich es dann rausziehen. Und ja, damit sind wir tatsächlich durch. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Euer Tilla, bis zum nächsten Mal. Ciao.